Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Sieveke hat es ausgeführt, hinter der Koranverteilungskampagne LIS steckt ein bundesweites Sammelbecken für Islamisten, ein Netzwerk, was nach Verfassungsschutzangaben hier zu den mitgliederstärksten Netzwerken des Salafismus gehört, mit über 400 Personen, die ihm zugerechnet werden. Bundesweit, sagt das Bundesinnenministerium im Verfassungsschutzbericht, sind jährlich letzten Jahr 3 Millionen Koranexemplare deutschlandweit verteilt worden. Über diese Koranverteilung erfolgt nicht nur eine Radikalisierung und ein Heranführen an die salafistische Szene, sondern nach Auskunft der Sicherheitsbehörden ist jeder fünfte der von NRW in die Kriegsregion Syrien oder Irak ausgereiste Salafist, jeder fünfte von denen, hatte Kontakt mit LIS. Das heißt, wir haben es mit einem sehr gefährlichen Netzwerk, einem sehr gefährlichen Sammelbecken zu tun, das wir hier in den Fokus nehmen müssen. Hier muss der Rechtsstaat Flagge zeigen. Ja, Herr Sieveke, ich finde es auch, Herr Körfges hat es auch gesagt, gut, dass wir das heute zusammentun. Und herzlichen Dank auch von meiner Seite für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Denn hier, die Sachen sind angesprochen worden, Vereinsrecht, Gewerberecht, Steuerrecht, muss der Staat an alle Register ziehen, um hier Flagge zu zeigen und mit dem Ziel, diese Aktion zu verhindern und dieses Netzwerk zu zerschlagen. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, wie wir verhindern, dass diese salafistischen Menschenfänger es überhaupt schaffen, Jugendliche und nicht nur muslimische Jugendliche, um es ganz klar zu sagen, über das Thema Islam zu radikalisieren. Wie machen wir junge Menschen stark? Wie machen wir sie immun gegen Extremismus? Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht eben nicht über Vereinsrecht, Gewerberecht und Steuerrecht und Straßensatzung. Hier müssen wir schauen, was sind denn die Ursachen? Ansatzpunkte für Prävention braucht man erstmal eine Ursachenanalyse, um Prozesse der Ideologisierung und der Radikalisierung zu verstehen. Lamia Kador hat in ihrem Buch Zum Töten bereit hierzu einiges gesagt, aber auch andere Islamwissenschaftler sind dabei, das zu erforschen. Was sagt Lamia Kador? Was passiert da mit den jungen Menschen, die sie ja auch in ihrer Schulklasse hatte? Es ist die Orientierungslosigkeit. Es sind Ausgrenzungserfahrungen. Es sind Identitätsprobleme, auch mit der eigenen Identität als Muslim hier in unserer Gesellschaft. Es ist Frust, es ist Wut über die empfundene, subjektiv empfundene Ungerechtigkeit. Es ist Haltlosigkeit. Daraus entsteht Protest, entsteht Gewaltbereitschaft, Gewaltfantasien, Allmachtsfantasien. Und dann kommen diese Menschenfänger und sagen so, und hier bei uns kann aus einem Loser ein Held werden. Und hier sind die Ansatzpunkte, wo wir ansetzen müssen. Und hier muss Prävention ansetzen. Das heißt erstens, religiöse Aufklärung ist ein ganz wichtiger Punkt unter diesen muslimischen Jugendlichen. Dazu gehört nicht nur, aber auch ein guter islamischer Religionsunterricht. Die Schulministerin sitzt hier, sie hat den ausgebaut. Nordrhein-Westfalen ist hier führend. Wir brauchen einen regulären, gleichberechtigten muslimischen islamischen Religionsunterricht, genauso wie den katholischen und den evangelischen. Das ist ein wichtiger Baustein und Schutz vor politischem Islamismus für diese jungen Menschen. Zweitens, wir brauchen ein Frühwarnsystem. Lehrerinnen, Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen müssen sensibilisiert werden für Fehlentwicklungen. Was sind denn die ersten Anzeichen? Es ist Isolation, es ist Vereinzelung dieser Menschen, es sind auf einmal Thesen, die da kommen. Hier müssen wir alle unsere Institutionen auch sensibilisieren, und dann brauchen diese Institutionen auch Anlaufstellen, wo sie sich beraten können. Hier haben wir mit dem Projekt Wegweiser genau solche Anlaufstellen geschaffen, die wir flächendeckend ausbauen wollen, wo diese Menschen Hilfe und Unterstützung kriegen. Im Übrigen auch die Eltern, die dann merken, da passiert was mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, was kann ich tun? Dritter Punkt, wir brauchen letztendlich das, was wir für alle abgehängten Jugendlichen hier in unserem Land brauchen. Wir brauchen Chancen, Gerechtigkeit, Chancengleichheit und gleiche Bildungschancen für allen und ein Bildungssystem, was alle mitnimmt und allen gleiche Chancen in unserer Gesellschaft bietet. Letztendlich ist auch das eine Präventionsmaßnahme für Jugendliche, hier sich zu radikalisieren. Und alle
und das ist zum Schluss meiner Rede noch mal mein ganz besonderer herzlicher Dank. Alle, die sich genau diese Arbeit machen in der Prävention, verdienen unsere Unterstützung und Schutz. Und gerade in Zeichen, wo eine Lamia Kador offenbar als Schutz vor ihren Schutzbefohlenen sich eine Auszeit nimmt und sagt, diese Bedrohungen haben einen Grad erreicht, wo ich nicht mehr weiß, ob ich meine Schüler da auch schützen kann. Gerade in diesen Zeiten müssen wir signalisieren, alle, die diese Präventionsarbeit machen, und nicht umsonst wird sie von Islamisten bedroht, brauchen den Schutz der Gesellschaft, den Schutz des Staates und unsere politische Rückendeckung. Danke für alle, die das tun.